und herzlich willkommen zum Geburtstraumakongress. Ich bin heute persönlich bei Franz Rengli und ja, wir sprechen heute über sein neues Buch, was eine Zusammenfassung ist seiner aller Bücher, die du geschrieben hast, und die handelt von der Mutter-Kind-Bindung, von der gesamten Menschheitsgeschichte. Und ja, also erstmal hallo Franz, danke, dass wir hier sein dürfen. Und gerne. Genau, also ich will noch mal kurz erklären, warum wir jetzt über die Mutter-Kind-Bindung sprechen, weil ich denke, ein Geburtstrauma ist letztendlich einfach immer das Resultat von der Mutter-Kind-Bindung. Und deswegen gehen wir jetzt wirklich noch mal, bröseln wir diese ganze Geschichte noch mal auf. Um, ich glaube, also für mich war es einfach so, ich habe einfach noch mal so viel verstanden über meine Gefühle und über die gesamte Gesellschaft und wie Geburt letztendlich das Resultat von Tausenden von Jahren ist, so wie sie jetzt ist. Das ist so. Ja, und magst du uns erstmal erzählen, wie also die Mutter-Kind-Bindung war vor Christus, in der Zeit vor Christus, und wie sich diese Bindung auch verändert hat, als die ersten Städte, die ersten Hochkulturen entstanden sind? Also ich gehe eigentlich in der Evolution noch weiter zurück als die Entwicklung der Städte, nämlich die ursprüngliche Mutter-Kind-Beziehung, Mutter-Kind-Bindung bei den Affen war so, dass das Baby auf die Welt kommt und sich dann mit Händen und Füßen im Fell der Mutter festhält. Und weil die Affen sich häufig auf den Bäumen bewegen, wenn es einen Griff verliert, ist es sofort von Todesängsten bedroht. Und Affenmütter reagieren sofort, ist absolut notwendig, und nehmen das Kind wieder in sicheren Körperkontakt zurück. Und es scheint so, wie wenn die ursprünglichen Kulturen, und das fragst du, die ursprünglichen Völker, dieses Wissen wie automatisch noch in sich tragen. Die reagieren auf ein weinendes Baby sofort. Das sind ethnologische Berichte, hast du quer über die ganze Welt. Jedes Volk behandelt die Babys wieder ein bisschen anders. Aber eines zeichnet sie alle aus, diese ursprünglichen Völker, nämlich, dass die Mütter sofort auf das Weinen ihres Babys reagieren. Die Ethnologen beschreiben universell, sie hätten praktisch nie Baby weinen gehört. Und jetzt stelle ich fest, dass im Moment, wo die Menschen sesshaft werden und dann vor allem in den Städten, Mutter und Kind getrennt werden am Tag. Und weil diese ersten emotionalen Lernerfahrungen, die wir in der Biologie als Prägung beschreiben, die überschatten oder durchwirken ein ganzes Leben, sowohl bei den Tieren wie beim Mensch. Und wenn die Menschen in den Städten leben, und das heißt so isoliert, nicht mehr wie in einem Dorf und alle kennen sich, dann muss die entsprechende frühe Mutter-Kind-Beziehung sich verändern als Anpassung an dieses entfremdete Leben in den Städten. Das heißt, die Trennung von Mutter und Baby nach der Geburt am Tag ist erfolgt als Anpassung, dass die Leute das überhaupt aushalten in den Städten drin. Und was ich dann feststelle, ist, dass bei den ersten Städten, bei den Sumerern, die voller Zeugnisse sind über die Trennung von Mutter und Kind, über das weinende Kind. Da heißt es zum Beispiel in einem medizinischen Text: Baby, warum weinst du so sehr, sodass die Götter im Himmel nicht mehr schlafen können? Du warst doch so ruhig im Schoß deiner Mutter. Die Sumerer waren von diesen Babyweinen völlig überflutet. Die wussten sich nicht zu helfen, was hat das zu bedeuten? Und ich stelle dann fest, dass, das hat ein Sumerologe gesagt, dass die Sumerer extrem ein ängstliches, panisches Volk war. Und er hat das konkret beschrieben, dass die in einem praktisch präpsychotischen Zustand gelebt haben. Also ich zeige, wie Mutter und Kind in den Städten getrennt wurden als Anpassung an das entfremdete Leben in den Städten. Mhm. Aber warum wurden die getrennt? Also für mich macht das noch keinen Sinn. Mussten die Mütter arbeiten oder? Es ist, das habe ich in meinem ersten Buch festgestellt, es ist eine Wechselbeziehung zwischen den sozialen Gegebenheiten eines Volkes und die
ersten emotionalen Lernerfahrungen. Und die müssen entsprechend so sein, dass sich diese Babys später dann wohlfühlen als Erwachsene in ihrer Kultur. Und wenn wir jetzt Sesshaftwerdung haben, die immer stärker wird, und die Isolation in den Häusern, dann müssen die Leute quasi in diesem emotionalen System vom als Baby vorbereitet werden. Und die emotionale Vorbereitung an diese entfremdete Lebensweise ist die Trennung von Mutter und Kind. Mhm. Ja. Und das ist meine Erklärung. Ja. Und was ist die Auswirkung auf das Kind, wenn es von der Mutter getrennt ist? Also du beschreibst in dem Buch, dass da eigentlich eine tiefe Todesangst geweckt wird. Und du zeigst es auch anhand der Geschichte von Zeus, wie es da auch wieder gespiegelt wird. Das fand ich sehr eindrücklich, wie Zeus eigentlich auf eine andere Insel, weit weg von der Mutter, kam halt weg liegen, zum Schutz. Liegen muss in Kreta liegen und sie muss, wohnen genau, auf dem Olymp. Und genau, und er schreit so laut, dass irgendwie noch die Ritter, was waren das für Leute, diese Wächter, ganz, Wächter ganz die, Tag und, die Tag und Nacht genau. auf ihre, mit ihren Lanzen auf die Schilder schlagen mussten, damit man das schreiende Zeus-Baby genau. auf Kreta, auf dem Olymp im Norden von Griechenland nicht hört. Genau. Das war ein irrer Schreihals. Ja. Ja, und genau. dann die Folge davon ist, dass er später jede schöne Frau vernascht hat, mit ihr ein Kind gemacht hat, ein, zwei oder drei, je nachdem, wie es ihm gepasst hat. Und dann hat er sie wieder verlassen. Mhm. Und bevor er quasi ins Jenseits zurückgekehrt ist, wurde er homosexuell. Ja. So, wo ich dann ketzerischerweise sage, in jedem Griechen ist wahrscheinlich ein verborgener Zeus-Baby in der Tiefe seiner Seele verborgen. Ja, ja. Ich will dir noch was Ketzerisches sagen, das sage ich im Buch aber nicht. Ich habe mich dann gefragt, wie es bei den Römern aussieht, aber ich müsste das zuerst recherchieren, bevor ich mir dieses Urteil erlauben kann. Ich glaube, dass die Römer sich über Wasser gehalten haben mit Krieg. Mhm. Die haben einfach permanent Krieg geführt. Und Krieg führen ist eine Möglichkeit, um diese ursprüngliche Verlassenheit und psychotischen Strukturen zu überdecken. Mhm. Und als sie dann an die Grenze ihrer Macht gekommen sind, dann ist das Römische Reich im Nu zusammengebrochen. Ja, wo rangekommen sind? Ja, an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit, Aha. so im ersten, zweiten Jahrhundert nach. Mhm. Und dann kommen dann, dass die sich ihre Kaiser gegenseitig innerhalb, glaube ich, von 50 Jahren werden, oder innerhalb von 100 Jahren werden 50 Kaiser oder 30 Kaiser getötet. Mhm. Die bringen sich gegenseitig um. Ja, und dann aber früher haben sie sich mit Krieg über Wasser gehalten. Ja. Krieg ist ein sehr gutes Mittel. Ja. Das ist zynisch. Das ist ein sehr gutes Mittel, um nicht psychotisch zu werden. Ja, weil man das sozusagen, das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass die Wut, also eigentlich die auf die Mutter besteht, weil sie, die Kinder wurden getrennt. Und was passiert da für eine Anpassung in dem Kind, was getrennt wird von seiner Mutter? Also einmal beschreibst du, es entsteht einerseits eine große Todesangst und andererseits aber auch eine große Wut. Und ja, wie würdest du das beschreiben, was passiert in dem Kind, wenn es getrennt wird von seiner Mutter? Du, was du jetzt richtigerweise sagst, wenn diese Trennung stattfindet und die Babys weinen, die Affen halten ihre Kinder sofort wieder geborgen und nehmen an den Körper zurück. Die Todesängste werden einfach ins Unermessliche gesteigert. Und da gibt es nachher verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Und eine Möglichkeit ist, dass du diese Todesängste überkompensierst und mit der ganzen Wut rauskommst. Du bist natürlich jeder Mensch, der so eine Panik erlebt hat, ein quasi fast unendliches Potenzial von Wut in sich drin. Mhm. Und das ist natürlich nicht etwas, was mit den Sumerern abgeschlossen wurde, sondern das ist ja mein Buch, dass das beliebig fortgesetzt wurde im Handelskapitalismus, dann im Industriekapitalismus. Und das heißt, wir hocken alle auf einem unendlichen Fass von praktisch beliebig vielen Todesängsten und damit verbunden beliebig viele Wutgefühle. Mhm. Und die kann man natürlich dann wieder benutzen. Ja. Und was, also diese Wut wird ja auch, also wurde ja in der ganzen Geschichte, also einmal in Kriegen wurde abgespalten und wurde im Außen bekämpft, in Kriegen, aber auch auf Frauen und dann auch letztendlich in der Hexenverbrennung. Also diese Wut auf Frau auch, weil die Mutter hat ja das Kind verlassen, also im Fall, wenn es auch ein Junge geworden ist, ist es ja natürlich noch klarer, dass sozusagen dann auch die Quelle der Frauenfeindlichkeit liegt in der Verlassenheit des Babys. Genau.
Das ist richtig. Und also das heißt, wenn ich zeige, dass die Sumerer praktisch in einem präpsychotischen Zustand gelebt haben, dann sind wir im 14., 15., 16. Jahrhundert war die Hochblüte der der Hexenprozesse und dort ist Europa kollektiv in eine Psychose gefallen. Mhm. Dort sind die Männer, haben durchgedreht und haben quasi ihre eigenen Frauen als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Mhm. Und was mich dann interessiert ist, wie sind wir aus dieser Psychose wieder ausgestiegen? Ja. Wie konnte das geschehen? Und wie arbeitest du mit jemandem, der in deine Praxis kommt, weil ich glaube, ja, das ist ja sozusagen immer noch aktuell, dieses wird ja weiter vererbt und irgendwo hat mich das sehr angesprochen, dass es ja, das Mittelalter ist eigentlich ja noch hochaktuell. Und wie arbeitest du mit jemandem, der heute sozusagen ganz normal lebt und vielleicht auch eine Familie hat und eine Frau, aber in ihm irgendwo spürt er doch noch auch vielleicht eine Frauenfeindlichkeit und er will sie aber nicht spüren. Aber er möchte sie nicht. Er möchte nicht frauenfeindlich sein, aber es ist irgendwo noch diese Verlassenheit und diese Wut auf die Frau. Also wie arbeitest du mit jemandem oder wie kommt man? Ja, pass auf, das ist ein langer Diskussionspunkt mit Kollegen von mir, die immer wieder sagen, man darf die Menschen nicht retraumatisieren, sonst fallen sie nur tiefer in ihre Symptomatik zurück. Und da habe ich eine komplett andere Vorgehensweise. Ich glaube, dass vielleicht noch ein Wort, dass das, wie Europa zurückgekehrt ist in die Normalität, ist ja nicht, indem wir quasi vernünftig wurden und das quasi verarbeitet haben, gesagt haben, es ist ja ein bisschen verrückt, dass wir unsere Frauen verbrennen, sondern es ist ein angepasster Normalisierungsdruck, der dann in die Tiefe jedes Menschen verlagert wurde. Das heißt, die Menschen wurden gedrängt, aus der Psychose rauszukommen und wer nicht rausgekommen ist, wurde in ein Asyl eingesperrt. Und das heißt, ab dann war quasi bei jedem Menschen dieser Irrsinn im Inneren verborgen, verdrängt. Das sind so scheußliche Gefühle, die dürfen wir nicht erleben. Jetzt geht deine Frage genau in die Richtung. Wie arbeite ich damit? Und mein Gefühl ist, man kann natürlich Menschen sehr psychotherapeutisch stützen, das ist gar keine Frage, und ihnen helfen, dass sie bessere Beziehungen haben, dass sie besser mit ihren Kindern umgehen, sich besser im Leben zurechtfinden, bessere Arbeitsbedingungen sich schaffen. Aber letztlich, wenn sie in der Tiefe etwas wirklich verändern wollen, haben wir keine andere Chance psychotherapeutisch, als an diese ganz frühen chaotischen Ängste dranzukommen. Und meine Art des Vorgehens ist, dass ich die Leute ganz tief in diese frühen chaotischen Geschichten reinführe, aber sie natürlich nicht da drin stecken lasse und sage, siehst du, das ist dein Schicksal, und damit musst du jetzt fertig werden, sondern meine Art von Therapie ist so ausgelegt, dass ich versuche, dass die Leute, wenn sie plötzlich spüren, was für einen Irrsinn sie durchlebt haben, dass sie hier und jetzt, vor allem in Gruppen, eine neue Erfahrung machen können. Und das mit sehr viel Angebot von Nähe und Geborgenheit, aber gleichzeitig immer auch die Möglichkeit, wenn wieder ein Stück Wut hochkommt, dass sie genauso ihre mörderische Wut ausdrücken können. Und keine Scheu davor, je heftiger diese mörderischen Wutgefühle sind, die zu bremsen, sondern die dürfen genauso sein wie die unendliche Sehnsucht nach Geborgenheit und Nähe. Mhm. Das ist meine Art, wie ich versuche, in der Tiefe diese extremen Bedingungen, unter denen wir stehen, die langsam zu verändern. Mhm. Also würdest du sagen, so dass wir wirklich, weil es ist ja eine Weitergabe von vielen Jahren, dass diese, also es ist ja nicht nur Frauen, sondern auch Männerfeindlichkeit, also dass dieser Geschlechterkampf eigentlich der Weg aus diesem immer noch währenden Geschlechterkampf ist, erstmal, dass wir uns, dass diese ganzen Hass oder diesen alten Sachen auch einfach erstmal wieder zulassen und da durchgehen und es nicht immer nur genau. Drüberlegen und immer so tun, wir sind liberal und in Wirklichkeit sind wir es gar nicht und deswegen ist sozusagen der Schlüssel dahin wirklich
in die Tiefe und auch in die Psychose oder in die psychotischen Strukturen erstmal wieder einzutauchen. Genau. Und da ist so meine Art, wie ich vor allem mit Paaren umgehe. Da habe ich am meisten jetzt so in der letzten Zeit drüber geforscht. Das ist eigentlich der Kardinalweg, um dort an diese frühen Geschichten ranzukommen. Denn in der Paarbeziehung tauchen all diese frühesten Prägungen immer wieder auf. Wenn wir uns verlieben, ist dieses Liebesobjekt, der neue Liebespartner, wie die Mama damals. Und zwar für die Frau wie für den Mann universell gleich. Dort tauchen alle ursprünglichen chaotischen Strukturen wieder auf. Und jetzt, wenn wir uns verlieben, ist erstmal, dass das Himmelreich auf Erden und wir bekommen von unserem Partner oder von unserer Partnerin all das, was wir früher nicht erhalten haben. Aber das dauert, diese Phase der Verliebtheit dauert meistens nur eine gewisse Weile und dann brechen da massive andere Strukturen ein. Und ich sage, je mehr ein Paar wirklich miteinander sich verbunden fühlt, desto mehr halten sie das aus und lassen diese Strukturen zu, sowohl bei der Partnerin wie beim Mann selber. Ich bin ein Mann. Und jetzt ist für mich das Wichtige, wenn diese verrückten Geschichten auftauchen, dass wir zwar über unsere Partnerin todwütend sind und die umbringen könnten oder sagen, hau doch ab, du Scheißkuh, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann hier eine Bremse einlegen, erstmal sagen Stopp, eine Nacht drüber schlafen, bis sie wieder in sich sind und in ihrem eigenen Körper und dann spüren, die Partnerin ist ja schwer okay, sondern die hat nur meine alten Verletzungen. Ich bin so verletzt, dass ich so heftig reagiere. Nicht die Partnerin ist verkehrt. Die Aufgabe in einer Beziehung ist, dass wir natürlich unsere Partner so wählen, dass die unsere verletzten Knöpfe immer wieder drücken. Und das Gute an der Partnerbeziehung ist, dass dann diese ganzen Geschichten wieder auftauchen. Und jetzt ist das Wichtige, dass wir nicht einen Schuldigen brauchen und die Partnerin zum Verrückten erklären oder die Partnerin uns als Männer zum Verrückten erklären, sondern dass wir sagen oder dass wir spüren, die Verletzung ist in uns verborgen. Und danke dir, dass du mir all das wieder gezeigt hast, wie verletzt ich bin. Und jetzt ist es an mir, dass ich damit anders und heilenderweise umgehe und nicht anklage. Und das ist für mich so das Wichtige, das habe ich auch geschichtlich im neuesten oder im letzten Jahrhundert gezeigt, die arische Rasse auf der einen Seite und die 6 Millionen vernichteten Juden, das ist einfach Gut und Böse radikal auseinandergerissen, es gibt keine Verbindung mehr dazwischen und wenn wir die Realitätskontrolle verlieren, haben wir hier bei diesem Auseinanderreißen in Gut und Böse die perfekte Psychose. Mhm. Also ich glaube, dass Deutschland kollektiv im Nationalsozialismus in eine kollektive Psychose gefallen ist. Und nicht in diesen Fehler fallen, nicht die Partnerin, den Partner zum Sündenbock erklären, sondern immer spüren, das bin ich. Und der Königsweg dazu sind entweder das Partnerschaften, dass diese ganz frühen Geschichten auftauchen, oder unsere Kinder. Und die sind ein lebenslang Quelle, dass wir immer wieder mit unseren eigenen frühesten Geschichten konfrontiert werden. Also umso mehr wir in Konflikte geraten, umso mehr ist es sozusagen auch ein Spiegel dafür, wie sehr die Verlassenheitsgefühle oder wie tief die Verletzungen in uns selber sind. Verlassenheitsgefühle, Ängste und Wutgefühle und entsprechend Sehnsucht nach Nähe und. Ja. Und umso mehr wir nach außen projizieren und Feindbilder im Außen suchen, das ist wirklich immer wieder dieser Spiegel nach innen und das in uns zu suchen. Aber in der Partnerschaft ist es dann schon auch wichtig, dass man nicht einfach sowas drüber deckelt, von wegen wir sind, nein, das von früher hat, nein, nichts mehr mit nichts. Uns zu tun, sondern es wirklich auch sagen, du, ich merke, es ist gerade so, da kommt einfach noch, also als ich das gelesen habe, da kam tatsächlich auch nochmal für mich Männerhass hoch. Also wirklich, und das dann auch nicht zu sagen, ach, ist ja nicht mehr so, ist ja jetzt alles anders, sondern es dann wirklich auch aussprechen und dann schauen, was hat das mit mir zu tun, aber nicht einfach zu deckeln. Also genau, das ist genau richtig. Mhm. Zulassen, das ist der Weg, um an diese frühen
Verlassenheitsgefühle und Wutgefühle und Angstgefühle und dran zu kommen, aber nicht anklagen. Mhm. Und immer spüren, das bin ich. Und jetzt geht es darum, was tut mir gut, dass ich aus diesem Irrsinn langsam aussteigen kann. Also dieses Gute nicht und das Böse eben diese Spaltung nicht mehr. Genau. Die aufheben. Okay. Das Böse in sich zulassen und nicht bösen Feind außen suchen. Ja, also das wurde ja massiv gemacht, eben dieses das Böse im Außen suchen, eben im Zeitalter der Psychose oder im Mittelalter. Und da wurden ja auch die Kinder, das hast du beschrieben, dass also die haben ja extrem geschrien. Sie wurden ja in der Zeit sogar schon auch in der Nacht von der Mutter getrennt. Das heißt, die tiefe Verletzung und Verzweiflung in den Kindern ist noch mehr angestiegen. Und dadurch wurden wiederum die tiefsten Trauma der Mütter auch geweckt, die dann meistens alleine mit den Kindern ja auch waren. Also, und dann schreibst du, also kamen viele Mordimpulse auch dem Kind gegenüber. Und letztendlich ist es aber wie ein Selbstmordimpuls, weil eigentlich ist es das innere Kind, was so schreit, das auch nie getröstet wurde, nie gehalten wurde. Genau. Und dass das diese, ja, das fand ich halt so beeindruckend, dass es wirklich diese Mordimpulse Selbstmordimpulse sind. Also, und wie können wir da, wie können wir das wirklich heilen? Also dieser Weg nach innen, das heißt, du sagst dann, so ein Setting sich suchen, wo wir das, diese Mordimpulse auch nochmal spüren können und dann da auch wirklich durchgehen? Du, ganz einfache Erfahrung. Mütter mit weinenden Babys werden einfach von ihren aggressiven Gefühlen irgendwann überflutet. Es gibt, meine Erfahrung, ich habe viel mit Babys gearbeitet und Müttern, es gibt praktisch keine Mütter, die nicht irgendwo an einen Punkt kommen, wo sie ihr Kind an die Wand klatschen könnten. Zum Glück machen sie es meistens nicht, aber oder zu Tode schütteln, das ist die große Angst der Mediziner. Diese Mordimpulse kommen wirklich hoch. Mhm. Und damit muss ich quasi, oder hat die Frau das Privileg, sich auseinandersetzen zu dürfen. Es ist ihr nicht einfach eine Qual, dass das Baby sie quält, sondern sie haben auch das Privileg, ein Baby auszutragen, das Baby zu gebären und dann zu schauen, was oder zu achten, was das Weinen des Babys bei ihnen auslöst. Das heißt, sie haben eine unglaublich feine Möglichkeit, mit ihren Kindern in den Hand auf ihre intensiven, im Innen verborgenen Gefühle zu achten. Das ist ein Privileg, das die Frauen haben. Wir Männer, wir weichen einfach auf die Arbeit aus und suchen uns dort Befriedigung und dann müssen wir uns mit unseren Gefühlen nicht so sehr auseinandersetzen. Mhm. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, damit man das versteht, mich hat dann interessiert, wenn die Sumerer schon so verrückt waren, wie war es dann bei uns, als die Städte gekommen sind? Und da habe ich eben festgestellt, dass bei uns neu Trennung am Tag war schon lang, aber sie durften des Nachts nicht mehr bei den Müttern schlafen. Und zwar, weil die Mütter sich sonst auf ihr Baby draufgelegt haben. Und zuerst habe ich gedacht, das sind psychotische Strukturen, das sind wir Männer. Nein, wir haben Statistiken in England, 1550 haben sich pro Jahr 2000 Mütter auf ihre Kinder draufgelegt. Also das war ein Fakt. Und die Priester haben von den Kanzeln verkündet, sie dürften nicht mehr das Kind bei sich haben, sondern das Kind wurde in eine Krippe verbannt, in eine Wiege verbannt. Und damit war die Trennung nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht, damit war sie perfekt. Aber meinst du, die haben sich darauf gelegt, also es kam so rüber, als wären sie aus Versehen draufgerollt, aber eigentlich sind sie extra? Oder man weiß nein, nicht extra, sondern mein Gefühl ist, sie haben alle dieses weinende Kind in sich und die besonders sensiblen Mütter haben versucht, ihr eigenes weinendes Baby zum Schweigen zu bringen. Genau, so meine ich. Also so, nicht extra, das ist, aber sie nein, sind sozusagen nicht extra. So wie du vorher gesagt hast, dass dieser Mordimpuls eigentlich ein Selbstmordimpuls ist. Also unbewusst. Und dadurch haben sie getrennt, die Kinder, dadurch haben sie aber noch mehr geschrien. Damit haben sie noch mehr geschrien. Okay. Aber das war Anpassung an unser entfremdetes Leben in den Städten und Anpassung an den Industriekapitalismus. Mhm. Und was ich dann im Buch zeige, ist, dass das am Ende vom Mittelalter nicht etwa aufhört und dann wurden mit Mutter und Kind wieder zusammengegeben, sondern
Der nächste Schritt war dann, dass das Baby, für das Baby und für die Kinder müssen ein eigenes Zimmer erfunden werden. Die haben früher alle in einem Raum gelebt und noch früher haben sie alle nackt in einem Bett geschlafen. Auch die Besucher, das war selbstverständlich, Nachthemden hat es nicht gegeben. Und das kommt immer mehr, diese Entfremdung. Jetzt wird für das Baby ein eigenes Kind, ein eigenes Zimmer erfunden und dann wird erfunden, dass es nur noch zu ganz bestimmten Zeiten gefüttert werden darf. Das heißt, das Kind wird absolut zur Panik erzogen. Und das als Anpassung für den Industriekapitalismus, sonst hätten wir in einem Industriekapitalismus nie überlebt. Und die Fakt ist dann, dass das aggressive Potenzial enorm in die Höhe schnellt, entweder als individuell, als Kriminalität, als asoziales Verhalten oder, was von den Völkern sehr gebraucht wird, als Kriegsmaschinerie. Dann können wir beliebig viele Menschen gewinnen, in einen heiligen Krieg zu ziehen, auch bei uns. Erster Weltkrieg, die Männer waren total begeistert, dass sie endlich in den Krieg ziehen dürfen. Krieg ist ein Ausweg. Ein Ausweg gegen sich selber ist der Krieg gegen sich selber, die Krankheiten. Wir sind ein Volk, das universell krank ist. Und der dritte Ausweg ist die Sucht, weil wir nicht mehr in Beziehungen das leben dürfen. Es ist alles viel zu gefährlich. Verlagern wir unsere Sehnsüchte auf ein Suchtmittel und damit plündern wir den Planeten, wo wir heute stehen. Ja, also mit dem Planeten, da kommen wir auf jeden Fall zum Schluss nochmal. Das finde ich nämlich sehr wichtig. Was ich jetzt nochmal kurz, was mir beim Lesen noch aufgefallen ist, dass auch dieses schreiende Kind wurde ja auch immer mehr entfremdet, sodass es dann auch irgendwann, dachten die Mütter ja dann auch, also das wurde vom Teufel besessen. Also es ist ja gar nicht mehr mein Kind. Das dann Und wieder das wurde Mittelalter. Ja, ausgetauscht. ist Ja, jetzt klar. bin ich nochmal kurz zurück. Also es wurde ausgetauscht, also ich kenne das zum Beispiel auch. Mir wurde dann ein bisschen kalt, also als ich das gelesen habe, weil ich das manchmal auch gesagt habe, als mein Sohn extrem viel geschrien hat, habe ich gesagt, der ist vom Teufel besessen. Dann habe ich das gelesen und dann ist es ja immer noch in mir drin. Irgendwas denkt, also das kann nur vom Teufel besessen, dass das Kind eigentlich auf eine tiefe Verzweiflung aufmerksam machen will, Genau. ist dann einfach tatsächlich das Bewusstsein. Das hat ja da seinen Anfang. Da habe ich mich dann gar nicht mehr so gewundert, dass, also einerseits wurde mir kalt und andererseits, ja, ist ja gar nicht, also es hat ja einen Grund, dass ich das gedacht habe. Genau. Es ist ja eine Jahrtausende alte Prägung, dass wir denken, ein Kind, das schreit, also das ist vom Teufel besessen. Und ja, das ist ja wirklich nochmal eine tiefe Spaltung einfach. Also das Kind schreit noch mehr und es wird noch mehr, noch weiter weg. Es wird ja immer mehr in die Todesangst getrieben und Ich in die Spaltung hineingetrieben. würde dir gerne dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ingmar Bergman hat einen Film gedreht, Das Schlangenei. Und dort drin werden Deutschland so vor der großen Krise 20 bis 29. Und dort drin werden schon Versuche gemacht, wie später im Konzentrationslager. Aber natürlich im Geheimen, dort ist das noch verboten. Und dort drin ist ein Arzt und der spritzt den Kindern ein Mittel so, dass sie nicht mehr beruhigt werden können. Und seine Versuchsanordnung war, wie lange geht es, bis die Durchschnittsmutter ihr Kind umbringt, weil sie das nicht mehr aushält. Wenn ein Kind weint, das dreht jeden Menschen, das ist nicht zum Aushalten. Und das kenne ich natürlich in meiner Praxis, wenn die Kinder, wenn die Mütter mit ihren Babys kommen, sind die meistens zu Beginn ruhig. Und irgendwann, wenn die Mütter anfangen zu erzählen, was denn geschehen ist, wie die Schwangerschaft war, wie die Geburt war, was immer, irgendwann werden die Kinder plötzlich unruhig und beginnen Töne von sich. Und aber, jetzt zeigt mir das Baby, wo sein Trauma sitzt. Und dann beginne ich mit dem Baby so zu arbeiten, dass ich der Mutter sage, Moment, das interessiert mich zwar sehr, aber jetzt möchte ich meine Aufmerksamkeit auf dein Baby lenken und nehme mit dem Baby mit den Augen Kontakt auf und versuche, dass das Baby jetzt mit seinen Tränen ausdrücken kann, was es in der Alltagssituation zu Hause nicht kann, weil die Mama sofort das Gefühl hat, ich bin eine schlechte Mama, wenn mein Kind weint, dass ich quasi dem Kind eine geborgene Atmosphäre bilde mit dem Papa, mit der Mama, mit mir, dass das Kind mit seinen Tränen ausdrücken kann, was es möchte. Und das Eindrückliche ist, dass wenn die Kinder dann,
Und ich kann dir nur sagen, das ist für mich jedes Mal wie eine Art Hölle, wenn ich durch diese Phase durchgehen muss. Das ist gar nicht so, dass ich da ruhig Psychotherapeut bin, sondern das ist für mich schrecklich, mit den Müttern da durch diese Krise durchzugehen. Aber ich bin einfach bereit und habe mein Herz offen für das Baby und für die Familie. Und wenn die Eltern wirklich gut bei sich sind und ich arbeite dann mit der Mama und versuche, sie zu unterstützen und frage, wie geht es ihr denn, wenn dein Baby weint? Und dann sagt sie, ja, mein ganzes Herz verkrampft sich oder ich habe einen Stein im Magen oder mein ganzer Rücken ist verspannt. Dann versuche ich nicht nur mit dem Baby zu arbeiten, sondern mit der Mutter gleichzeitig. Und versuchen, dass die Mama wirklich in sich bleibt, dass der Rücken sich entspannen kann, dass das Herz sich entspannen kann, was immer sie als Symptom hat. Und jetzt ist das Eindrückliche, dass wenn die Mama wirklich, oder Papa genauso, wenn die Eltern in ihren Körper zurückkehren und wirklich bei sich sind und präsent sind, dann beginnen meistens ihre ganzen eigenen heftigen Gefühle durchzudrücken und die Mama beginnt zu weinen. Und im Moment, wenn die Mama weint oder der Papa weinen kann, dann ist das Kind friedlichst eingeschlafen in den Armen der Mutter. Also endlich muss das Kind nicht mehr darauf aufmerksam machen und muss die Gefühle der Eltern sozusagen tragen, sondern die Mutter kann endlich die Verantwortung und sie durchleben. Genau. Und sie auf sich selber nehmen. Mhm. Das heißt, ich habe dann einen Artikel geschrieben mit dem Titel Das Kind weint die Tränen seiner Eltern. Ja. Das ist schon eindrücklich, wenn man das erleben darf. Natürlich. Wie, wenn die Mama wirklich, der Papa wirklich bei sich ist und diese tiefen Gefühle verspüren, dann kann das Kind sich entspannen. Und deswegen ist auch häufig mit so einem Baby eine Behandlung Sitzung genügt, weil die Mama spürt, wenn ich beim Weinen nicht für das Kind da bin, sondern wirklich gut zu meinem eigenen weinenden Kind achte und nach innen höre, dann kann sich meine Tochter, mein Sohn am besten entspannen. Mhm. Ja. Aber das ist harte Arbeit, genau wie Beziehung, das ist harte Arbeit. Ja, immer den Fokus wieder nach innen, das ist ja, weil es immer ist wieder ist nach ja innen. Im Außen was passiert und nicht direkt darauf zu reagieren, sondern erstmal Und die Kinder helfen uns und nicht nur die Babys einfach direkt mit ihrem Weinen, aber später haben die Kinder zig Symptome und das ist alles eine nicht aufgearbeitete Geschichte von uns. Ja. So wie jede Krankheit letztlich etwas ist, mit dem ich mich selber zerstören will. Es darf nicht sein. Mhm. Also, das ist natürlich eine extreme Art von Auffassung von Psychosomatik, ist klar. Also es ist sozusagen eine Spaltung auch. Eine Krankheit ist, etwas darf nicht sein und deswegen kommt ich wende das nach innen. Aha. Und ich zerstöre mich selber. Mhm. Krebs zum Beispiel. Ja. Aber jede Form von Krankheit. Mhm. Unfälle, was immer. Ja. Also bei Krebs wäre es dann auch so eine Art Zerstörung. Also eigentlich die Zerstörung, die wir gespürt haben aufgrund von der Verlassenheit oder von, dass wir nicht gesehen wurden. Diese, genau. Ich möchte eigentlich meine Mutter zerstören. Also, nein, ich mich selber. Es ist wirklich ein Wutimpuls, der, weißt du, der Selbstmörder, der bringt dann nicht irgendjemanden um, oder ursprünglich seine Mutter, seinen Vater oder jetzt halt seinen Chef oder seine Partnerin, sondern der bringt am Schluss sich selber um. Dann ist die Wut ganz nach innen gerichtet. Und das geschieht bei der Krankheit. Also das ist nicht nach außen gerichtet. Ja, das sind nicht Leute, Krebsmenschen sind nicht gefährdet, dass sie quasi Amok laufen, sondern die laufen Amok gegen sich selber und zerstören. Ein süchtiger Mensch, ein Trinker, jemand, der Heroin, letztlich zerstört er sich selber. Mhm. Und beim Krebs genauso. Ja. Also der Weg wäre dann aber trotzdem, die Zerstörung erstmal wieder nach außen zu richten. Also ja, aber ohne sie immer. Ja, ja, klar. Du darfst die Wut auf die Partnerin haben und das eine blöde Kuh finden, aber dann spüren stopp, das ist eigentlich eine wunderbare Frau, sondern das ist meine eigene Wut und mit der muss ich umgehen. Aber die darf ich zum Beispiel im geschützten Raum schon einfach mal körperlich nach natürlich außen bringen. Das ist wichtig, wenn ich so arbeite und mit diesen tiefen Gefühlen, muss die Wut genauso Platz haben wie das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit. Ja. Ist klar, beides.
beide Extreme. Also letztendlich geht es, egal welche, wie wir versuchen, das, dieses gespaltene Gefühl, ob wir es im Krieg ausagieren oder gegen uns selbst, ist es wirklich diese Zerstörung in uns erstmal wieder wahrzunehmen und das zuzugeben. Also das wäre sozusagen der schnellste Weg zum Frieden, wenn wir nicht im Außen oder uns innerlich zerstören, sondern es einfach wirklich spüren. Ich glaube, dass die Art, wie ich mit Beziehungen gearbeitet habe und dass die Leute all ihre Wut zulassen, aber nicht direkt äußern, sondern spüren, das ist die eigene Verletzung, das ist die Friedensarbeit schlechthin. Ist klar. Ja. Dann müssen wir nicht mehr in den Krieg ziehen. Müssen wir nicht mehr projizieren. Und überall, wo Krieg ist, ist eine psychotische Struktur massiv im Hintergrund verborgen. Überall. Gibt keine Ausnahme. Nicht nur Deutschland. Ja. Nee, Nationalsozialismus. Ja. Und nur nebenbei, die Schweiz war genauso psychotisch gespalten, nur wir hatten den Glück, in einer Insel drin zu leben, dass wir nicht mehr unter den Einfluss von einem solchen Massenströmung wie dem Nationalsozialismus gekommen sind. Wir sind genau gleich. Das ist kein Unterschied. Ja. Und du sagst ja auch, dass in dem Moment, wo eine Frau schwanger wird, wird das Urtrauma in ihr geweckt. Also sofort. Sofort. Und da kann eine Frau sich total freuen, auch eigentlich will schwanger werden, und dann wird sie schwanger und dann ist aber trotzdem plötzlich eine riesen Ambivalenz. Und, und um die kommen wir nicht herum, zwiespältigen Gefühle. Ja. Aber das Aushalten und die Kinder helfen uns. Und gell, ich habe auch da wieder so eine relativ radikale Ansicht. Ich glaube, dass die Mütter so in der zweiten, dritten Woche, wenn ihre Regelblutung ausfällt, wissen oder anfangen zu spüren, dass sie schwanger sind. Ich glaube, ihr Unbewusstes weiß es sofort. Also ich habe zum Beispiel als Vater bei meinen beiden Kindern sofort gewusst nach der Zeugung, jetzt sind wir schwanger geworden. Das wissen alle Frauen, aber wissen eben nicht bewusst kognitiv, sondern im Körper drin. Und im Moment, wenn sie schwanger sind, wird das ganze alte, verletzte Baby in ihr und was sie alles erleben musste, wieder geweckt. Das heißt, wir tragen nicht nur die Konflikte der Eltern, die Traumatisierung der Eltern, sondern der Großeltern und das von der Mamas Seite und von Papas Seite her. Und sofort im Moment, wenn das Baby rüberkommt. Drum ist für mich eigentlich der Übergang der Geburt ist extrem wichtig und was ein Baby dort erlebt. Und möglicherweise ist das die intensivste Quelle von Angst, die es erlebt. Denn Baby weiß genau, jetzt geht's los. Aber für mich ist der Übergang, wie die Seele rüberkommt aus der geistigen Welt, noch viel wichtiger, wenn quasi das Kind zum ersten Mal mit diesen unbewussten, der Mama selbst unbewussten Strukturen, dem Papa selbst unbewussten Strukturen Kontakt aufnimmt und die spürt. Und was wir feststellen in der pränatalen Psychologie ist, dass die Mama zwar das Baby im Bauch hat, aber das Baby spürt genauso intensiv, was im Papa vorgeht. Und wie das können wir nicht erklären. Das sind Felder, die da ausgesandt werden. Keine Ahnung. Ja. Aber der Papa ist genauso entscheidend. Ja. Und gibt es eigentlich einen Weg aus dieser Ambivalenz raus? Also immer wieder im Spiegel von dem, was die Kinder uns wecken und was der Partner in uns weckt. Ja. Und dann geduldig sein mit sich selbst. Ja. Und dem Kind vielleicht, also mit ihm kommunizieren auch und sagen, also wie es halt ist, und nicht versuchen, glücklich Mutter zu sein, wenn es in dem Moment halt sich doch nicht so, und man selber vielleicht auch überrascht ist von sich selbst, weil man eigentlich das gar nicht von sich erwartet und dann und da wird man, finde ich, in der Gesellschaft oft nicht aufgefangen, also das gibt es irgendwie nicht. Das ist so. Ich möchte dir dazu ein Beispiel sagen, vorher habe ich gesagt, dass das Weinen des Babys bei allen Müttern irgendwann, wenn es zu heftig wird, Mordimpulse auslöst und deswegen brauchen sie auch oder müssen sie das Kind beruhigen. Ich habe das erlebt bei meiner Tochter, dass ich immer wieder so Ausbrüche hatte von Schreiausbrüche. Also das war einfach verheerend. Und das Einzige, was ich zu meiner Rettung sagen kann noch heute, ist, ich habe mich nach jedem Ausfall sofort bei meiner Tochter entschuldigt und gesagt, du bist völlig in Ordnung. Ich
spinne. Und ich weiß nicht, woher dieser Irrsinn kommt. Und erst später habe ich dann entdeckt, dass diese Ausbrüche immer erst gekommen sind, wenn ich mit ihr intensiv zusammen war. Zum Beispiel in Ferien. Und dann kam der Schluss der Ferien und ich wusste, jetzt muss ich mich wieder trennen von ihr. Mhm. Dann kamen diese Ausbrüche. Mhm. Also, wir sind wirklich alle verrückt. Ja, also ich kenne das auch, dass ich das... Ja, dann ist das einfach, und wie du sagst, dass sich dann, wenn wir uns wieder entschuldigen und sagen, du bist okay, so wie du bist, und das hat was mit mir zu tun, dann ist dem Kind ja schon ganz viel an seinem Würdekompass sozusagen, okay, ich habe recht. Das ist richtig. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil ich denke mir auch, ich habe mich dann auch noch immer selber schuldig gefühlt und dann habe ich gesagt, okay, es ist jetzt einfach so und für den Moment muss es sozusagen reichen, dass ich ihm immer wieder das Recht gebe, dass er recht hat und nicht ihm ja auch noch das Gefühl gebe, als wäre er schuld, sondern ich habe das immer wieder die Verantwortung sozusagen dafür getragen. Und das sage ich dann auch den Eltern, weißt du, wenn du als Mutter oder als Vater so in der Schwangerschaft einen Irrsinnsausbruch hattest und deinem Partner Gift geben könntest, dass du hinterher, wenn du quasi aus diesen Wahnsinnswutgefühlen wieder rauskommst, dass du mit dem Baby, mit der ungeborenen Seele im Bauch Kontakt aufnimmst und sagst, hör, deine Mama ist total okay. Ich fühle mich immer wieder so verletzt. Oder wenn du als Mama diesen Kontakt mit dem Baby aufnimmst und dich quasi bei ihm entschuldigst und erzählst, was bei dir geschehen ist, dann kann das Baby sich, dann kann es sich wieder zurücklehnen und seiner Entwicklung zuwenden. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine glücklichere Umfeld, oder die Eltern haben mehr an sich gearbeitet oder sie waren nicht so belastet. Das gibt es eindeutig. Das ist so. Jetzt so und wie deine Tochter, die hat weniger, die hat schon viel mehr verstanden, hat weniger auf sich projiziert, was mit mir ist falsch, weil mein Vater hat jedes Mal sich danach entschuldigt und hat gesagt, das ist sein Ding. Das war eine Hilfe für sie. Genau, die wird wahrscheinlich viel entspannter mit ihrem Kind umgehen, wenn es weint und wird nicht jedes Mal in die Decke gehen, sage ich mal. Also umso weniger wir die Schuld auf das Kind und so, umso mehr Verantwortung wir als Eltern übernehmen für alles, für all den Wahnsinn, der in uns tobt, umso, also da gibt es auf jeden Fall Hoffnung. Und jetzt würde ich gerne mich den Maria-Jesus-Bildern zuwenden, die ja sehr eindrücklich sind. Magst du erstmal was über die Mutter-Kind-Bindung von den beiden erzählen, wie sich das... Also ich nochmal zurück an mein Thema. Mich hat interessiert, was hat sich bei der Mutter-Kind-Beziehung und Bindung verändert, als unsere Städte aufgeblüht sind. Und mich hat damals die Pest interessiert, die ich verstanden habe als Ausbruch einer Massenpsychose, und habe festgestellt, Mama und Kind wurden zusätzlich bei uns, bevor die Pest ausgebrochen ist, auch nachts wurden die voneinander getrennt und das Kind wurde in die Wiege verbannt. Und damit nahm das Schreien extrem zu. Und in dieser ganzen Umfeld meiner Forschungen über die Pest und die Strukturen, die massenpsychotischen Strukturen im Mittelalter, bin ich in die Uffizien gegangen. Das war wahrscheinlich die größte Gemäldegalerie in Italien, in Florenz, und ich habe von Kunstgeschichte nichts mehr gewusst. Und die Tafelmalerei ist irgendwann im 13. Jahrhundert erfunden worden. Früher gab es nur die Malerei in den Kirchen oder Buchdruck. Nicht Buchdruck, in den geschriebenen, handgeschriebenen Büchern. Und jetzt werden also Madonnen, Bilder gemalt auf Tafeln, Altartafeln, und dann Bilder. Und das im ersten Saal, 13., 14. Jahrhundert, da waren 3 6 Meter hohe Madonnen. Und als ich in diesen Saal reinkomme, ich weiß noch heute mein Gefühl, ich war wie erschlagen von diesen Müttern. Und ich war ganz aufgeregt und habe mir sofort die Idee gebildet, da muss etwas sein mit diesen Müttern, dass die so ein dominantes Thema sind und so dominant groß gemalt werden. Und dann bin ich so durch die Uffizien durch und dann bin ich vor dem Portinari-Altar von Hugo van der Goes stehen geblieben. Und da lag ein Kind, das Jesuskind lag nackt im Dreck auf dem Boden, und die Mutter hat es so still angebetet und hat sich überhaupt nicht gekümmert, was der Kleine da meint, sondern und als ich dieses Bild gesehen habe, ist mir wirklich, das ist mir eiskalt über den Rücken gelaufen, und ich habe gedacht,
du meine Güte, was sind in diesen Marienbildern verborgen? Und indem ich durch die Offizien gelaufen bin, habe ich festgestellt, dass jedes dritte, vierte Bild hatte Maria und Jesus als Thema. Und ich wusste sofort, diese Bilder stellen irgendein Geheimnis dar. Wir müssten nur den Schlüssel finden, um das zu entschlüsseln. Und als ich nach Hause kam, habe ich gedacht, ich müsste eigentlich alle Museen der Welt anschauen und Marienbilder studieren. Und dann habe ich alles in Basel, Kupferstichkabinett. Und dann habe ich mir die Erlaubnis geholt, dass ich an vier Wochenende in die Bibliothek rein durfte, das darf niemand, rein durfte, und dann durfte ich jedes Buch rauszupfen, und überall, wo viele Madonnenbilder waren, habe ich mir die Signatur gemerkt und das am Montag dann kommen lassen. Und indem ich dieses Privileg hatte, hatte ich einfach Tausende von Marienbildern gesehen. Und dort ist mir einmal aufgefallen, dass das Kind von der Mutter getrennt am Boden liegt. Das nenne ich Bodenkinder, und häufig bei diesen, und das ist nur das Extrem, meistens sitzt das Kind ganz unauffällig der Mama auf dem Schoß und schaut den Betrachter an oder segnet es oder was immer, oder es ist eine schöne Beziehung zwischen Mama und Baby. Aber es gibt zwei Randphänomene, und eins ist dieser, der Portinari-Altar, den ich gerade beschrieben habe. Das Kind liegt nackt im Dreck und Mama kümmert sich überhaupt nicht. Und das schreit, und diese Kinder sind zum Teil verkrüppelt. Das ist also völlig verrückt. Oder sie haben einen Daumen im Mund und den Kopf von der Mama weggedreht. Von der kriege ich doch eh nichts mehr. Also das sind wirklich schreckliche Bilder, diese Trennungsbilder auf der einen Seite. Und dann hatte ich ein verrücktes Erlebnis. Ich habe also immer wieder diese Bilder angeschaut und dann plötzlich, ey, was habe ich jetzt überblättert? Was wollte ich nicht sehen? Dann ging ich zurück und habe ein Pornobild gesehen. Das war einfach, mich hat es aus den Socken gehauen, was da für eine Hypererotik zwischen Mutter und Kind dargestellt wurde. Und das sind die beiden Extreme. Diese verlassenen Kinder am Boden, verkrüppelt sind und völlig depressiv. Und das andere ist eine Hypererotik zwischen Mutter und Kind. Und die ist genauso himmelschreiend. Und ich habe mich dann gefragt, und dann habe ich natürlich solche hypersexuellen Bilder zusammengefasst oder zusammengesucht, und es hat dann von einem amerikanischen Juden ein Buch gegeben, Leo Steinberg, The Sexuality of Jesus Christ, und die Bilder dort drin sind einfach umwerfend. Die Mutter, die quasi nur auf das Genitale ihres Sohnes fixiert ist, oder im Zentrum des Bildes ist das Genitale vom kleinen Buben, oder die Anbetung der Könige, und sie macht ihm die Schenkel auf, und die schauen nur sein Geschlecht an, etwas anderes interessiert die nicht. Das ist zum Schreien. Oder auch Jesus am Kreuz, das hat mich dann nicht so sehr interessiert, mich hat die Mutter-Kind-Beziehung. Jesus am Kreuz mit so einem Phallus, und um den noch mehr herauszuhaben, wurde der mit einem leichten Schleier überdeckt. Mhm. Also es ist zum Schreien. Mhm. Und das haben wir alles verdrängt. Ja. Leonardo zum Beispiel, Michelangelo hat die ganze Sixtinische Kapelle vollgemalt mit Hunderten von Menschen, alle nackt. Und 20 Jahre später hat ihm der Papst einen Auftrag gegeben, er müsste die alle wieder zumalen mit einem Lendentuch. Mhm. Und für mich ist das natürlich Ausdruck der Hypersexualität der damaligen Zeit. Ich habe mich dann gefragt, was bedeuten diese beiden Extreme? Also einmal diese Entfremdung vom Kind und andererseits dieser... Ja, und jetzt die Männer... Die halten das nicht aus. Die einzige Form von Gefühlen, die sie aushalten, ist die Sexualität. Und dort geht alles, wird rein kanalisiert. Und das ist aber unaushaltbar, das in der Beziehung mit der Frau auszuhalten. Und dann wird die Sexualität von den Männern meistens abgespalten. Und in der damaligen Zeit ist im 16. Jahrhundert in eine Hypersexualität reingelaufen, wo du beliebig viele Bordelle zur Verfügung hattest oder Dirnen auf der Straße oder das Badehaus. Badehaus war zwar für die Hygiene erfunden worden, aber das war nur noch Nebeneffekt. Es ging vor allem um sexuelle Befriedigungen im Badehaus. Die haben das abgespalten, und dann haben sich die Mütter verlassen gefühlt. Zu Recht, weil die Männer raus waren mit ihren Gefühlen. Und dann haben sie auf das Kind übertragen.
Und dann musste das Kind Ersatz sein für alle ihre Sehnsüchte und für ihre Liebesgefühle, auch für die ganze verdrängte Erotik und Sexualität. Und jetzt ist meine Hypothese zu diesen verrückten Marienbildern, dass das eine Darstellung ist, was der Maler erlebt hat. Auf der einen Seite seine rasende Verlassenheit und auf der die Verbannung in die Wiege. Und auf der anderen Seite, wenn die Mama dann gekommen ist, dann viel zu nahe und das Kind hat quasi der Mama gesagt, Mama, 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 nicht so nahe. Ja. Diese Gefühle gehören dem Papa. Und jeder Maler zeigt sein eigenes Schicksal. Meistens malen sie so ein Krüppelkind, ein Bodenkind oder sie malen ein hypererotisches Bild. Und das ist nur ihr eigenes Schicksal, das sie in Bildern dargestellt haben, aber eigentlich das Schicksal von allen Menschen darstellen. Und die Männer sind dann so verrückt geworden, dass sie am Schluss ihre eigenen Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Mhm. Also die sind kollektiv in eine Psychose gefallen. Wenn eine Hexe verbrannt wurde, war das so wie heute ein Fußballspiel, der Magnet. Alle Leute sind dorthin geströmt und wollten sehen, wie diese Hexe jetzt, oder diese Hexen, meistens sind mehrere verbrannt worden, wie diese Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Mhm. Also dass das Kind sozusagen einerseits schuld war dafür, dass der Mann auch weggerannt ist, oder? Ja, das kann man nicht so sagen, sondern die Männer wurden einfach quasi von ihren Müttern mit hypererotischen Gefühlen überdeckt, sodass dass die Sexualität viel zu früh, viel zu heftig geweckt wurden. Das bewirkt dann beim Bub, dass er die Mama heiraten will später, der Ödipus-Komplex, wie das Freud geschildert hat oder herausgefunden hat. Aber das ist nur ein Ausdruck der nicht erfüllten Sexualität in der Beziehung. Und seine Sexualität wird heftig geweckt, aber er kann sie nicht leben. Denn gleichzeitig ist die Mutter ja mit dieser Gespaltung, auch mit den ablehnenden Gefühlen. Und deswegen spaltet er diese Gefühle später auf eine andere Frau ab, die er so manipulieren kann, wie er will. Und mit seiner Partnerin ist er verheiratet und dort führt er eine Beziehung. Mhm. Beziehung in Anführungszeichen. Also ich möchte die Männer erst einmal zeigen, was für ein kollektiver Irrsinn in denen gefangen ist. Aber die Mütter fühlten sich quasi verlassen von den Männern. Die sind nicht schuld an diesem Elend, das ist klar. Sondern schuld ist die Trennung von Mutter und Kind, die Gesellschaft, die Mutter und Kind trennt. Und je höher die Kultur steigt, desto schärfer wird diese Trennung. Das ist das Anliegen in meinem Buch, zu zeigen, dass nicht die einzelne Person verrückt ist, sondern die einzelne Mutter, der einzelne Vater, die einzelne Familie, sondern es ist immer Ausdruck des kollektiven Irrsinns in unserer Kultur drin. Mhm. Und nur das können wir ändern, eben in Beziehungen drin, in Beziehungen mit Kindern, dass wir uns langsam dieser verrückten Gefühle bewusst werden und die zulassen. Ja. Und dann die zur Ruhe bringen, dass wir am Schluss hohes Ziel, bevor wir sterben, sagen zu können, ja, das bin ich. Mhm. Also es gab ja auch diese Geschichte von Leonardo da Vinci, dass er von seiner Mutter sozusagen beim Stillen sozusagen vergewaltigt wurde und er dann sich so bedroht gefühlt hat von den Frauen, also und überrumpelt oder ja. Dass er ein Leben lang homosexuell wurde. Dann aber wiederum nur stillende Frauen oder Bilder gemalt hat von Müttern, die ihr Kind stillen. Also sozusagen. Und ganz idealisierte Stillszenen. Ja. Mm. Unglaublich. Und was hinter dieser idealisierten Welt für eine chaotische Welt verborgen ist. Mm. Und Raphael ist der Einzige, der einen Vater erlebt hat. Und Raphael hat das einzige Bild, wo Josef wirklich auf den kleinen Jesus zukommt und die Hand ihm entgegenstreckt und wo eine warme Beziehung zwischen Vater und Sohn, einziges Bild, unter Tausenden und Abertausenden von Bildern. Ja, also der Vater Josef war einfach auch gar nicht da. Und das ist, glaube ich, das ist ja sozusagen eben diese Trennung, also der Mann oder der Sohn fühlt sich bedroht von der Frau und die Frau wiederum fühlt sich verlassen. Und wie soll da eine Beziehung auch dann entstehen? Weil immer wenn die Frau fühlt sich verlassen und geht noch mehr auf den Mann zu und in dem Moment wird sein Trauma wieder erweckt und er fühlt sich bedroht und geht wieder weg. Also da kann ja auch gar nicht wirklich
eine Beziehung entstehen. War die Wirkung auf, wenn Mädchen geboren wurden, gleich, dass die Mutter auch so das als Ersatz, aber auf eine andere Art wahrscheinlich trotzdem auch als Ersatz Ja, gesehen hat? aber die Mütter sind besonders gefährdet, wenn sie einen Buben gebären, dass dort ihre ganze Erotik rauskommt. Und auf die Tochter können sie dann auch andere Geschichten übertragen. Sie ist ja ewig unzufrieden mit sich. Sie hat von der Mama nie das bekommen, was sie will. Und das gibt sie natürlich genauso wieder, tradiert sie an ihre Tochter. Ja, und was würdest du sagen, sind jetzt noch die Auswirkungen von dieser Hypererotik zwischen Mutter und Sohn? Gibt's, also, ja, wie sind, ist die Auswirkung jetzt noch auf den Mann heute? Die ist genau Die ist gleich noch wie genauso. im, genauso. Der Geschlechterkampf ist auch heute, tobt er im Untergrund genauso. Männerhass bei den Frauen, Männerhass bei den Männern. Und deswegen gibt es nur, dass wir endlich dazu kommen, gemeinsam zu sagen, wir sitzen im gleichen Boot, wir müssen gemeinsam in dieser Beziehung einen Ausweg finden und dann in eine friedlichere Welt kommen. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Männer dann aber auch wahrscheinlich da bleiben, ne? Ja, Dass die natürlich, eben dass die nicht gehen, endlich weil in in die dem Fam. Moment, wo der Mann auch verschwindet, ist ja dieses Kind Natürlich. schon wieder Ersatz. Und Genau. einerseits ist es Schuld daran sozusagen, dass der Mann weg ist irgendwo, und andererseits ist es Ersatz, und es wird, ja. Und mein Anliegen ist zu zeigen, dass die Mütter nicht schuld sind, sondern die wurden zu dieser Trennung gezwungen und wir sind wirklich in einem kollektiven Irrsinn gefangen. Ja, dass auch die Seit Männer nicht schuld sind, Tausenden sondern dass von sie Jahren. alle. Nicht die Männer. Wir Männer, wenn wir einen Atomkrieg anzetteln, sind genauso Opfer von all diesen unbewussten Prozessen wie die Frauen auch. Aber jetzt stelle ich fest in meinem Buch, und das ist dann das Ende, wo ich zeige, aber seit etwa 1960, 70 gibt es eine neue Erneuerung bei uns, in dem die Hippies angefangen haben, die gesagt haben, Make Love, not War, zum ersten Mal nicht mehr Krieg, haben ihre Kinder wieder wie die ursprünglichen Völker auf dem Körper herumgetragen, in großen Tüchern. Und das Baby dort durfte wieder Tag und Nacht Kontakt haben mit dem Körper der Mutter oder mit dem Körper des Vaters. Und das Verrückte ist, dass nachdem die Hippies ein bisschen abgeklungen sind, dass das wie zu einer Art Modetrend geworden ist. Es gibt immer mehr Mütter, die ihr Kind wieder auf den Körper nehmen, in irgendwelche Tragehilfen und in ganz progressiven Familien darf das Baby sogar bereits schon nachts wieder bei der Mama im Bett schlafen. Und das Wichtige für mich bei dieser Geschichte ist, dass das nicht irgend von einem großen Guru herkommt oder die Ärzte, die sagen, die Psychologen, die sagen, früher die Priester, die auf den Kanzeln gepredigt haben, sondern das ist eine Bewegung, die von unten gekommen ist, von den Müttern, von den Eltern. Und parallel dazu, was du vorher angedeutet hast, dass die Männer quasi nicht mehr abhauen, sondern die kommen emotional in ihre Familien zurück, spüren, wie viel eigene Konflikte sie haben, oder sie sind sogar bemüht, Teilzeit zu arbeiten und in den Familien halbe-halbe mitzuarbeiten, bis zum Phänomen, dass die Väter als Hausmänner einsteigen und die ganze Kinderpflege übernehmen und die Mama geht auswärts zum Arbeiten. Das ist so eine Heilung. Und ich vermute etwa, dass ein Viertel der Bevölkerung etwa in dieser neuen alternativen Art und Weise mit ihren Babys und Kindern umgeht. Und das heißt, das ist eine Selbstheilung, die aus der Bevölkerung, aus den Menschen selber entstanden ist, ohne einen Input von außen. Und das, nachdem Mutter und Kind während Tausenden von Jahren getrennt worden sind. Und das ist für mich wie ein Wunder, was geschehen ist. Ausgelöst durch die Hippies, aber heute eben ein Viertel der Bevölkerung beginnt wieder auf das Weinen der Kinder zu hören und reagiert darauf und versteht das als Notsignal oder gar als Todesängst. Und das Baby fühlt sich nicht mehr völlig alleine und verlassen. Und das heißt, wir haben zum ersten Mal eine Bevölkerung, wo wir nicht warten müssen, bis diese Babys
quasi später selber handlungsfähig werden oder in der Regierung drin sind oder das Geschick der Menschen bestimmen, sondern die Eltern, die so alternativ mit ihren Kindern umgehen, mit ihren Babys umgehen, die machen einen immensen Heilungsprozess durch. Das heißt, ich glaube, dass ein Viertel der Bevölkerung eine neuartige Art und Weise von Mutter-Kind-Beziehung zeigen, Eltern-Kind-Beziehung zeigen, die es in der Geschichte so noch nie gegeben hat. Seit Tausenden von Jahren werden Mama und Baby voneinander getrennt. Und das stimmt mich unendlich hoffnungsvoll für unsere Zeit, wo wir wirklich ja immer mehr deutlich spüren, dass wir vor einem Endpunkt stehen und dass es in dieser Art und Weise auf dieser Welt nicht mehr so weitergehen kann. Mhm. Wir stehen irgendwo vor einem größeren Zusammenbruch, wie der aussieht, das weiß ich nicht, aber dass er kommt, ist zweifellos da. Mhm. Und das ist ein enormer Hoffnungsschritt, dass diese Menschen dann das Geschick der Welt von morgen bestimmen werden, diese alternativen Menschen. Mhm. Also ich habe noch zwei Fragen. Zu dem komme ich gleich nochmal. Ich möchte eine Frage noch stellen. Glaubst du, dass es gibt ja trotzdem noch viele Frauen, also gab es ja wahrscheinlich schon immer, die auch jetzt partout keine Kinder haben wollen oder die sich sogar davor ekeln, ein Kind, nur da die Vorstellung, ein Kind zu bekommen? Glaubst du, das ist wieder darum zurückzuführen auf diese ganzen, oder woran, was würdest du sagen, was ist mit diesen Frauen? Auf jeden Fall sind das wahrscheinlich Frauen, die selber eine hohe eigene innere Traumatisierung in sich tragen. Aber jetzt kommt eine wichtige Ergänzung für mein Gefühl. Ich würde das nie werten. Ja. Denn für mich ist das völlig okay, wenn eine Frau und auch ein Mann sagt, nein, wir möchten keine Kinder. Wir möchten keine Kinder für uns oder wir möchten keine Kinder in diese Welt setzen, was immer. Das finde ich völlig eine legitime Aussage, so wie jemand das Recht hat, homosexuell zu sein, hat jemand das Recht zu sagen, ich möchte keine Kinder. Frauen wie Männer. Und ich möchte diese Frauen ja nicht in eine pathologische Ecke drängen, aber du hast ja sicher mitbekommen, dass meine Tendenz ist zu zeigen, dass die Gesellschaft verrückt ist und nicht die einzelne Mutter, der einzelne Vater, der einzelne Mensch, die einzelne Familie. Ja. Also, ich möchte das völlig akzeptieren, ohne ja das zu hinterfragen. Es muss ja auch nicht jeder in sein Trauma hineingehen. Also nein, das muss er nicht. Genau, das muss ja niemand. Und, da, und eine Möglichkeit ist auch, um diese Traumatisierungen, ein spiritueller Weg, das ist ja auch ein möglicher Weg. Ein Weg ist über Freundschaften, ein Weg ist über Kreativität im Beruf. Also das gibt es beliebig viele Möglichkeiten, wie man mit diesen schwierigen Gefühlen umgehen kann. Mhm. Das ist jedem Menschen überlassen, wer das möchte. Ja, und das kann ja auch tatsächlich verantwortungsvoll sein, wenn man selber merkt, ich bin irgendwo unbewusst, merkt, ich bin hochgradig traumatisiert. Und ich möchte keine Kinder. Dermaßen überfordert sein und deswegen möchte ich das nicht, weil ich werde das anders mit meinen Traumatisierungen leben oder die anders lösen. Das muss ja nicht jeder irgendwie diesen Weg wählen. Und also an diesen Punkt, wo wir jetzt kommen, ist für mich, also umso mehr wir, also vielleicht auch unser eigenes Geburtstrauma, wo die ganze Geschichte eigentlich drin ist, weil wir ja das alles, was im Mutterleib passiert, kriegen wir ja unbewusst mit. Mhm. Und dadurch entstehen, umso unbewusster wir sind, im späteren Leben Konflikte oder auch Krankheiten in jeglicher Form. Also würdest du sagen, dass Spontanheilung möglich ist, wenn wir unser Geburtstrauma oder pränatales Trauma... Spontanheilungen vielleicht nicht, sondern mehr, doch, auch ich glaube an alles. Ja. Auch Spontanheilungen sind möglich. Aber ich glaube, dass es möglich ist, indem unsere verrückten Gefühle aufsteigen und indem wir die zu uns nehmen, dass wir eine enorme Heilungschance haben. Ja. Aber der durchschnittliche Weg wäre wahrscheinlich eher verbunden mit Arbeit. Ich muss etwas dafür tun. Es gibt nicht ein Paradies, wo ich nur noch glücklich bin mit diesem Partner oder mit dieser Partnerin und mit meinen Kindern, sondern ich muss etwas tun, dass ich wirklich das Lebensglück spüren darf, dass ich zufrieden werde mit meinem Leben, dass ich glücklich werde in meinem Körper drin. Und dann ist, also umso mehr wir uns wieder dem anfreunden
oder dem Annähern dieser Mutter-Kind-Bindung, wie sie eigentlich ursprünglich vorgesehen war, dann ist es ja auch wieder so eine Annäherung an die Natur, und umso weniger werden wir unseren Planeten plündern müssen, weil wir immer weniger dissoziieren oder es wieder eigentlich wirklich ins Spüren kommen. Und letztendlich ist das auch der Weg, um den Planeten wahrscheinlich zu retten. Ne? Das ist für mich die große Möglichkeit. Ja. Und wir müssen etwas verändern in unserem und in unserem Verhalten, denn in unserer Zuchtverhalten zerstören wir diesen Planeten rettungslos. Mhm. Und da müssen aus dieser tödlichen Spirale müssen wir rauskommen. Ja, also diese innere Leere und Verzweiflung spüren letztendlich. Spüren. Das ist es. Ja. Spüren und akzeptieren und nicht Sündenbock suchen. Mhm. Das ist meins. Ja, und deswegen glaube ich, diese Spontanheilung, es ist mit mein Gefühl. Ja. Es ist mit Arbeit verbunden. Ja. Arbeit an sich. Mhm. Ja, ich hoffe, dass wir viele Menschen erreichen, das Bewusstsein nach innen und wieder nach innen zu richten und bereit sind, sozusagen die Hölle in uns. Genau, die Hölle in uns, und dass wir auf dem Totenbett uns zurücklehnen können und sagen, war manchmal schwierig mein Leben, aber interessant und ich habe es gut gemeistert. Ja, ja. Mhm. Vielen Dank, Franz. Bitte schön. Danke. Gerne geschehen.